FM1 Kickoff. Kurz zu hören, die Mannschaft kennt man nicht. Eigentlich sind 10 in der Challenge League. Wie gut kennst du die Mannschaft? Ja, ich habe sie jetzt zweimal beobachten. Einmal auf dem DVD und einmal live. Und ja, wir müssen aufpassen und wir dürfen vor allem den gleichen Fehler nicht machen, wie IB gemacht hat. Und zwar den FC Lausanne zu unterschätzen. Sie sind im Mittelfeld in der Challenge League, aber das bedeutet nichts. In einem Spiel, vor allem in einem Cup-Spiel, kann alles passieren. Ob es jetzt 90 Minuten, 120 Minuten oder dann eventuell Penaltyschüssen ist. Holt so lange, dass das nicht so weit kommt. Aber wir dürfen es auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, weil sonst werden wir brutal bestraft. Trotzdem, wenn alles normal läuft, sollte es klappen mit dem Finale. Ja, wenn alles normal läuft, aber im Fußball läuft nicht immer alles normal. Und darum müssen wir auf alle Eventualitäten gefasst sein und müssen uns top vorbereiten, als wäre es ein WM-Finale. Und so ins Spiel einsteigen und dann hoffe ich schwer, dass wir uns durchsetzen können. Du hast es mit dem FC Wil selber zeigen können, die speziellen Regeln im Cup, die einfach gelten. Befürchtest du das auch so ein bisschen auf den Montag? Ich hoffe es nicht, aber im Cup ist immer alles möglich. Darum ist es wichtig, dass man das vor Augen hat als Spieler und nicht das Gefühl hat, von Lausanne, wer ist das überhaupt und wo spielen die überhaupt, sondern uns mit dem Thema auseinandersetzen, uns top vorbereitet und professionell in das Spiel gehen. Und dann müssen wir uns durchsetzen als Superligist, das ist klar. Wie sieht denn die Vorbereitung jetzt auf den Montag aus? Gibt es da Ostereile-Verbot für die Spieler, oder? Ja gut, ich hoffe schwer, dass nicht zu viel Ostereile vertilgen, aber es wird so sein, dass wir einen Teamerlass organisieren, wo wir immer jetzt gemacht haben vor dem Cup. Und dort werden wir speziell etwas machen mit der Mannschaft, wo der Kit nochmal fördert, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl nochmal kittet, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Und dann hoffe ich, dass wir bereit sind für das Montagsspiel 13:30 am Ostermontag. Zu dir persönlich, du bist jetzt aufgestiegen mit dem FC St. Gallen. Jetzt ist der Cup-Final möglich. Du schreibst die Geschichte vom Verein deutlicher als die meisten anderen Trainer, die vor dir da sind. Ja gut, es geht nicht um meine Person da. Ich versuche mein Bestes zu geben im FC St. Gallen. Es geht um den Gesamtverein, es geht um das Logo, das, was ich immer wieder sage. Jeder in diesem Verein, ob es jetzt Putzfrau ist oder der Präsident, der Dr. Hüppi, inklusive mir als Trainer von dieser Mannschaft, muss sich dem Logo unterordnen. Und am Schluss geht das Logo im Finale und nicht einzelne Personen. Und das versuche ich tagtäglich auch der Mannschaft beizubringen. Viel Glück. FM1 Kickoff.